Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Wow, gefordert, du. Steinbock, hinter dem Deck 10. Stäbe. Diese Energie hatte nämlich Löwe, Sternzeichen Löwe gehabt. Gut, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber diese Energie hat schon ein Sternzeichen als Energie, so wie du, für kommende Woche auch gehabt. Also ich spüre hier ein Gefühl von, ich kann nicht mehr. Das ist eine Last hier. Sternzeichen Zwilling. Das war Sternzeichen Zwilling, glaube ich. Also ich spüre hier eine Last, eine Situation, die man müde ist. Ich bin müde, ich kann nicht mehr. Ja, ich halte es nicht mehr aus. Und so eine Situation gibt es hier, Steinbock. Man hält das hier nicht mehr aus. Das ist das Gefühl. Ich kann nicht mehr. Ja, man ist tatsächlich müde hier. Ich sehe hier ein König der Kelchen. König der Kelchen, Sternzeichen war, also Sternzeichen Fische, Krebs, Sternzeichen Skorpion. Ich muss dir sagen, Steinbock, Sternzeichen Skorpion ist sehr stark bei dir gerade, Skorpion. Eine Person irgendwie lässt los. Eine Person ist müde oder hat es satt, ständig in eine Defensive zu sein oder ständig in diesem Kampf zu sein. Also das ist das Gefühl hier. Ich kann nicht mehr, mir tut schon mittlerweile alles weh. Ich bin sogar krank momentan. Weil ich hab's wirklich, ich kann nicht mehr mit diesem Kampf, mit diesem ständigen Kampf, kann ich nicht mehr, ich bin müde. Das sagt hier eine Person. Feuerelement zeigt sich nämlich auch, ja. Also, Steinbock, schaue bitte jetzt hier, weil die Karten für dich kommende Woche sind natürlich sehr interessant. Eh? Also die Karte der Wagen, die Welt und der Tod. Drei wichtigen großen Arkanen. Alle drei Karten reden über einen Zyklus in deinem Leben. Eine Zeit, die vergangen ist, eine Situation, die man abschließen muss. Ich spüre hier eine klare Transformation in deiner Energie. Ich würde sagen, einen Schluss, ein Ende mit einem Zyklus. Wenn du zum Beispiel jetzt, Steinbock, vorhast, eine Reise zu machen, diese Reise, bringt dir auch sehr viel Transformation in deinem Leben. Es gibt einen Vorher und dann einen Vor- und Danach. Also das ist irgendwie, das ist eine 180 Grad Veränderung hier, was ich hier spüre für dich. 180 Grad Veränderung. Ich denke, du wirst auch nicht mehr die gleiche Person werden, wie du es mal warst. Das ist, was ich meine. Einen Zyklus erreicht ein Ende bei dir. Hier kommt eine wichtige Entscheidung. Ich entscheide mich für einen Weg. Und es gibt hier eine starke Energie, muss ich dir schon sagen, Steinbock. Also die Karte der Tod in dieser Position sprichst du über eine starke Transformation in deiner Situation. Ja, wirklich, ja. Also Sternzeichen Skorpion, wie du siehst, Krebs nämlich auch und die Karte die Welt in der Mitte. Es gibt diese Situation, es gibt einen klaren Zyklus. Das ist ein klarer Zyklus hier.
Und für eine Gruppe von euch ist hier sogar verbunden mit einer Reise. Ich sehe hier einen Umzug. Ich sehe hier eine Veränderung in deiner Existenz. Steinbock, kann ich hier bei dir gerade eine Person der Vergangenheit haben, die in deinem Leben nochmals zurückkommt und diese Person hat sich total verändert? Ist eine Person, die gar nicht mehr so aussieht, wie die Person mal war? Die Person war vielleicht übergewicht und hat 20 Kilo abgenommen zum Beispiel? Oder die Person war sehr schmal und hat jetzt 10 Kilo zugenommen? Das sind nur Beispiele. Oder die Person hat sich sowas für verändert, dass nicht mehr zu erkennen ist. Ja, so ein Gefühl ist hier. Aber wenn ich dir ehrlich bin, diese 10 Stäbe und die Karte der Tod deuten für mich auf eine Transformation hier bei dir. Eine Veränderung. Ja, wow, qué fuerte, tú. Ay, mi madre. Neunte Münzen. Ja, man sieht hier eine Person, die ledig ist, selbstständig ist. Einer Person geht es hier sehr gut, aber ich spüre hier eine Person nochmals, die selbstständig ist. Vielleicht Altersunterschied hast du hier mit jemand und wenn nicht, nochmals einer Person, die du schon sehr lang kennst. Ja, einer Person, die du sehr lang kennst. Sternzeichen Fische ist bei dir stark zu sehen. Fische, Wassermann, Schütze. Und die, die ich hier habe, Skorpion, Krebs, ja, sind auch zu sehen hier. Wasserelement überhaupt, aber diese Person kennst du und es gibt, wir haben mit dem Schicksal hier bei dir, Steinbock, das ist ein Schicksal hier. Eine Situation muss so kommen, weil es einfach so sein muss. Es geht ja nicht anders. Wir reden über den Schicksal und das können wir nicht beeinflussen. Es gibt hier ein Gespräch. Ein wichtiges Gespräch von Herz zu Herz mit von einer Person. Und die Nummer 10 der Stäbe, 10 der Kelchen. Das kann natürlich für eine Gruppe auch mit einem Kind zu tun haben. Also das kann dein eigenes Kind sein. Für eine Gruppe ja. Okay? Es kommt drauf an. Also Steinbock in der Mitte, 2 der Kelchen. Und das spricht nochmals über eine Person, die mit dir dich sehen möchte, mit dir reden will. Vom Herz zu Herz reden will. Eine wichtige Seelenverbindung gibt es hier. Und das sehe ich nämlich hier schon. Diese zweite Kerlchen ist bei dir in der Mitte. Ist nicht selbstverständlich. Also was ich hier sehe nochmals, ist eine Person, die du kennst, die mit dir reden möchte. Könnten wir hier über eine Versöhnung reden von einer Person? Ja, das kann mit einer Versöhnung zu tun haben. Diese Person kann ein Wunschpartner sein, aber diese Person kann auch nochmals eine Person der Familie sein, weil die Situationen sind alle verschieden. Aber diese Person hat sich sehr verändert. Also hier können wir schon darüber reden, dass eine Person sich hier sehr transformiert hat. Die Person ist nicht zu erkennen. Diese Person ist jetzt anders tatsächlich. Sogar den Charakter ist anders. Die Person ist nicht die gleiche Person wie gestern. Das ist zumindest das, was ich hier habe. Eine Person hier möchte, ja, sehr wahrscheinlich eine Versöhnung. Also Steinbock, ich rede hier natürlich über eine geografische Distanz mit jemand. Es kann schon möglich sein, dass diese geografische Distanz da ist, weil ich habe die Karte der Wagen und auch die Welt. Ja, von da aus zwischen euch gibt es eine Distanz, eine geografische Distanz. Aber eigentlich war hier ein Zyklus abgeschlossen. Also zumindest man sieht diesen Zyklus hier. Aber für jemand ist das noch nicht so richtig beendet.
einer Person hier möchte sich versöhnen. Das ist schon mal sicher. Du hast hier mit einer Person eine rote Band. Ihr seid verbunden hier. Gab es hier den Fall, dass eine Person noch in einer Beziehung war vielleicht? Ich sage jetzt, gab es den Fall, weil wir reden hier über die Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit hier. Von da aus, es kann sich schon vieles verändert haben bis jetzt. Dass die Person eigentlich jetzt nicht mehr in einer Beziehung ist oder du nicht mehr in einer Beziehung bist und jetzt die Sachen sich doch ergeben können, weil die Situation sich verändert hat. Also Steinbock, die Legung kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers, aber eine Person spioniert dich. Jemand spioniert dich, beobachtet dich. Ich denke, man hat hier mit einer familiären Situation auch einen Zyklus hinter sich jetzt. Das ist die Familie, du siehst Familie. Ja. Aber ja, Steinbock, wir reden hier über eine Heilung, ja? Eine Person, die die Energie reinigt, eine Reinigung der Energie, eine Heilung. Das ist für die Karte der Tod gekommen und ich denke, das ist eine Person, die Negativitäten verlässt. Ja? Ich habe manche negative Situationen in meinem Leben verlässt. Ich bin sauber praktisch, denn diese Energie hier, du siehst ja, diese Energie spricht ja über sauber zu sein. Ja? Also ich reinige die Energie. Und nochmals, interessant ist, dass tatsächlich, wir reden hier schon über Energie. Wir reden über Energie. Ja? Eine Person, die sich selbst in der Selbstliebe ist. Eine Person, die seine Aura reinigt. Denn diese Karte hier, Steinbock und diese, reden über diese Situation, was ich gerade nenne. Eine Person reinigt diesen Aura, verlässt Negativitäten. Die Energie sagt, das Universum sagt, vertraue. Vertraue, weil alles kommt in der richtigen Zeit. Vertraue. Interessant finde ich diese zwei Karten. Hinter dem Deck kam diese Karte der Empfänglichkeit, bleibe empfänglich, und diese andere Karte, ein neues Erwachen, eine Erleuchtung. Beide Karten zeigen eine Hand, ja, von Empfangen. Also ich empfange vom Universum. Ist sehr, sehr interessant, die Situation hier gerade. Augenblick bitte, Steinbock. Auf den Würfeln habe ich dir gesagt, Sternzeichen wieder. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also die Gedanken sind ja hier, der Kummer. Ne? Also eine Person macht sich hier viele Gedanken. Das ist neu in der Schwerter. Eine Person, die gerade vielleicht nicht so gut schlafen kann. Ja, nicht so gut schlafen kann. Denn es gibt irgendwie hier so einen Treubruch oder einen Schmerz hier, ja? Augenblick. Bei dir ist diese Versöhnung sehr stark zu spüren, hier, Steinbock, ja? Sehr, sehr stark sogar. Im hinteren Deck kommt eine Person, zeigt sich einen Mann, es kann für eine Frau nämlich auch reden, eine Person, die vielleicht ja, sich um die Familie kümmern müsste, eine ältere Mutter vielleicht oder Großmutter. Also ich spüre hier vielleicht diese Situation.
Sternzeichen Waage. Eine Person möchte sich hier versöhnen, Steinbock. Und es gab eigentlich hier schon eine Verletzung, eine Enttäuschung oder wie auch immer. Ich spüre eine Person hier, die sich schon versöhnen möchte. Schau mal, zweite Kelchen kommt oft das bei dir. Es gibt schon hier eine wichtige Seelenverbindung. Vielleicht gibt es eine Person hier, die krank war, eine Heilung oder etwas mit seinen Knochen, Knie oder so. Eine Person, die operiert werden musste. Eine Person musste hier vielleicht doch operiert werden und musste heilen. Interessant ist, Steinbock, dass hier mit drei der Schwerter kommt, den Satz, bringt das was? Und die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage. Es gibt hier eine Verletzung, einen Treubruch. Und den Satz, bringt das was? Das ist etwas karmisch hier, eine karmische Situation. Eine Lektion, würde ich sagen, vom Leben, ja. Vielleicht sagt ihr etwas, einen Tattoo am Arm. Bei dir sieht man, das Wort Tattoo ist sehr viel. Also ich habe die Karte Tattoo und auch eine Person mit einem Tattoo am oberen Arm. Ja, jemand erinnert sich hier auch an einen Tattoo. Ich denke, Steinbock, ich habe hier nämlich so eine Person, aber auch so eine Person. Ich sehe hier, in manchen Fällen sind hier mehrere Energien, mehrere Menschen, ja. Deswegen zeigt sich so oft die Nummer 2, weil du hast hier die Nummer 2 der Kirchen und die Nummer 2 der Schwerter. Die Nummer 2. Es gibt hier schon eine Dualität, ja, Steinbock. Eine Dualität, vielleicht eine komplizierte Entscheidung. Es ist ja klar, dass wenn du jetzt, Steinbock, wenn du jetzt eine neue Person kennengelernt hast, du bist gerade am Kennenlernen, eine neue Person am Kennenlernen. Und jetzt kommt eine Person deine Vergangenheit. Eine Person, die du jetzt sehr lang, oder also du hast hier einen Zyklus schon abgeschlossen. Und diese Person kommt jetzt nochmals auf dich zu. Klar. Ja, diese Person jetzt kommt, aber du bist gerade, du lernst gerade eine neue Person kennen. Ja. Du bist gerade eine neue Person kennen und du hast hier schon einen Zyklus abgeschlossen. Oder wie auch immer diese Person jetzt wieder auf dich zukommt. Den Satz hier, bereit für eine neue Welt. Ich glaube, das kam gestern für einen Sternzeichen. Bereit für eine neue Welt. Interessant. Interessant. Diese Person, die wieder auf dich zukommt, möchte mit dir alles. Also diese Person sagt dir, we want you, I want you, ich will dich. Ich will dich, ja. Ich will dich. Das ist, was diese Person jetzt dir sagt. Will alles mit dir. Ah, und nochmals die Nummer 2, siehst du ja, die Nummer 2 zeigt sich bei dir 4-mal hier. Es gibt eine Dualität bei dir. Eine Person, die dich spioniert, auf jeden Fall. Eine Person beobachtet dich. Tattoos sind hier irgendwie wichtig, vielleicht sagt ihr etwas, das Wort Tattoos. Und eine Person... Du siehst ja Sternzeichen Skorpion, ich sehe hier eine Reise. Wie du das jetzt für dich siehst, weiß ich nicht, aber ich sehe hier eine Reise. Jemand lebt im Lande vielleicht, eine Person lebt hier im Land. Ja, hat es sehr schön dort, wo diese Person lebt. Diese Person hat Kinder, ich sehe hier Kinder.
Und ich spüre hier diese Situation, also einen Sternzeichen Skorpion, auf jeden Fall, den sich versöhnen möchte. Die Legung kann sich ja für die Crosswatches spiegeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es, ja, aber einen Sternzeichen Skorpion sieht man hier. Und es gab nämlich schon hier eigentlich einen Schluss, tatsächlich, einen Treubruch sogar. Und jetzt möchte diese Person mit dir die Welt neu kennenlernen, ja. So ist es. Steinbock, so ist es, so ist das, was ich hier sehe. Ich meine, deine Energie ist deutlich. Wenn ich dir ehrlich bin, deine Energie ist deutlich. Das würde für dich heißen, das ist dir bekannt. Was ich dir gerade sage, muss dir bekannt sein. Es muss dir nicht fremd sein, weil die Energie wirklich ist deutlich. Ich muss hier nicht unbedingt sehr viel nachdenken, denn eigentlich du wirst in einer Dualität sein. Das heißt, zwei Situationen, eine Vergangenheit und eine neue Person. So sehe ich das hier. So sehe ich das hier. Was ich dir aber sagen kann, es ist nicht alles gesagt hier. Denn ich spüre Karten, es gibt hier Karten, die nicht selbstverständlich sind. Also ich meine jetzt, es ist nicht alles so alles gesagt, ja. Also ich habe hier ein Drei Schwerter, fünfte Schwerter und vier Kelchen. Also was man hier aber nicht möchte, ist immer wieder das Gleiche. Also ich möchte nicht von dem, was ich schon hatte, das Gleiche will ich nicht mehr. Also, und jetzt, du verstehst ja, also, eine Person ist hier nicht so hundertprozentig sicher mit der Situation, weil man möchte, das Gleiche nicht haben. Deswegen spürt man hier ein bisschen misstrauisch, also man ist misstrauisch und nicht sicher. Ja, das ist das Gefühl, was ich habe. Ich denke, man möchte eine neue Welt, was Neues, eine neue Welt. Das ist, was ich denke. Denn eine Person eigentlich hat eine Situation bereits geheilt. Stell dir mal vor, ich habe hinter mir jetzt eine Heilung, die mir schon 4, 5 Jahren jetzt Zeit genommen hat. Ja, eine Heilung nimmt Zeit. Man muss mit sich selbst arbeiten und es ist keine leichte Sache. Wenn ich tatsächlich über Heilung rede, man ist in der Heilung drin, ja. Man ist wach, man ist bewusst in der Sache und man ist am Heilen. Das ist, was ich meine. Ja. Und das ist, was ich hier habe. Und jetzt kommt dann die Person, wo ich diese Situation geheilt habe, kommt auf mich zu und sagt zu mir zum Beispiel einen Ex, ja. Und ich merke, die Person ist jetzt ganz anders. Natürlich, die Person hat sich ja verändert. Aber ich mich auch. Wie soll ich jetzt nochmals die Zeit zurückbringen, dass ich sage, okay, wir können es nochmals versuchen. Also Steinbock, das ist für mich persönlich nicht möglich. Denn diese 4, 5 Jahre Heilung heißt für mich, ich habe diese 4, 5 Jahre natürlich auch mich ausweinen dürfen. Also ich habe Schmerzen erlebt. Ich habe, das war ein Horror, ja, ein Albtraum. Und jetzt, wo es mir gut geht, wo ich mich ausgeweint habe, mein Herz, meine Seele ist jetzt geheilt. Jetzt kommt die Person auf mich zu und sagt, hallo, ich bin da. Ich denke an dich, ich vermisse dich. Wollen wir es nochmals versuchen? Ich glaube, mir würde schlecht werden. Mir würde schlecht werden. Das ist jetzt meine eigene Denkensweise, ja, weil nicht wir alle denken gleich. Für eine andere Gruppe kommt ein Ex,
wenn ich schon vor fünf Jahren mich scheiden lassen habe oder wie auch immer, und man freut sich. Das verstehe ich ja. Aber ich sage dir ja, deswegen sage ich, das ist hier nicht so selbstverständlich. Also nicht jeder von uns wird gleich handeln. Was ich für mich möchte, möchtest du für dich nicht. Und das ist das Gefühl, was ich hier habe. Ich sehe eine Person, die schon bereits eine Reinigung in der Energie hat, geheilt hat und bereits für was Neues ist. Ich bin bereits schon, aber für eine neue Welt, für was Neues. Ich bin bereits für was Neues. Ich bin nicht bereit für das, was schon mal war. Oder für manche Sachen, die ich nicht weiß oder wie auch immer. Ich möchte keinen Zweifel mehr in meinem Leben. Zweifeln möchte ich nicht mehr. Situationen, die ich nicht sehen kann. Situationen, die ich nicht deutlich vor mir habe. Manche Sachen, die wieder. Nee, das alles will ich nicht mehr haben. Also. Ob das jetzt die Person verändert ankommt oder nicht, oder was weiß ich. Ja, die Person ist natürlich eine liebe Person, hat extrem mit sich selbst gearbeitet und das und jenes. Schön und gut, man versteht ja alles. Aber die Sache ist, es ist nicht alles gesagt hier. Das kannst du mir glauben. Und wir reden hier über eine wichtige Seelenverbindung. Aber ich sage dir auch eine Sache, Steinbock. Du kannst hier gerade mit mehreren Seelenpartnern zu tun haben. Ich kann zum Beispiel jetzt hier mit meinen Seelenpartnern der Vergangenheit zu tun haben. Also ich kann mit einem Seelenpartner der Vergangenheit zu tun haben und eine neue Seelenpartner kommt auf mich zu. Wir können ja mehrere Seelenpartner haben. Deswegen spürt man diese starke Anziehung auch eigentlich für andere Menschen, natürlich. Es gibt so eine Situation hier. Steinbock. Ständig denke ich an Sternzeichen Waage. Frag mich nicht warum. Ständig denke ich in meinem Kopf an Sternzeichen Waage und ich weiß aber, diese Lehnung ist für Steinbock. Aber es kommt in meinem Kopf immer wieder Sternzeichen Waage. Eigentlich weiß ich nicht warum. Weil ich spüre nicht unbedingt hier eine Synchronisierung, wenn ich dir ehrlich bin. Nur die Gerechtigkeit spricht ja für Waage, aber vielleicht ist, weil ich gerade Sternzeichen Waage gemacht habe. Vielleicht ist das hier der Fall. Also, Steinbock, ich denke, diese Person, die ich hier habe, hat sich bereits sogar scheiden lassen, hat eine familiäre Situation beendet, sogar, ja. Diese Person, wie gesagt, kommt total transformiert auf dich zu. Und hier stellt sich jetzt die Frage, weil du eigentlich schon sauber bist. Du bist sauber und in was Neues. Und es ist nicht, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, wie manchmal, dass manche Menschen das auch so machen können, dass man sagt, ich gehe wieder in meine Vergangenheit zurück zu dieser Person der Vergangenheit. Ja, es mag sein, dass manchmal sowas klappt. Ja, ich sage ja nicht nein. Aber ich sehe das extrem kompliziert. Ja, also ich sehe das extrem kompliziert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist das ein Gefühl, Steinbock. Ja, vielleicht hat nur mit meinem Ego zu tun. Aber jeder muss das wissen. Ich spüre bei dir eine starke Dualität. Die Nummer zwei zeigt sich überall. Monat Februar ist hier zu spüren, den Monat Februar. Und eine Entscheidung auf jeden Fall, irgendwann eine Entscheidung ist hier schon zu treffen. Ja. Ja. Die Karte, der Tod in dieser Position für dich ist eine positive Energie. Steht da als positiv, das muss ich dir schon sagen, ja. Bereit für eine neue Welt und diese Karte der Heilung. Also die Karte der Tod in dieser Position ist für dich sehr gut da, ja. Also ist positiv, das will ich dir halt sagen, ja. Es ist einfach so.
Eine starke Energie momentan, Steinbock. Gerade sehe ich die Nummer 333 in meiner Uhr. Möchte ich dir noch halt gesagt haben. Wir haben momentan eine sehr starke Energie. Das müssen wir, alle spüren. Und wir reden hier über Veränderungen, über Transformation, über. Und das ist einfach so, wie die momentane Situation ist. Ja? Die Veränderungen sind da. Bei uns allen, bei dir nämlich auch. Ja? Die Karte der Tod ist eine starke Energie. Und wir reden, dass du durch eine ziemlich komplizierte Zeit kommst. Ja? Also, das ist einfach eine Tatsache. Ja? Dass du durch eine wirklich ziemlich komplizierte Zeit kommst. Und das weißt du und das zeigt sich. Und was für dich jetzt kommt, ist einfach eine neue Welt. Eine neue Welt, eine neue Erfahrung, einen neuen Zyklus. Das ist, was die Energie mir sagt. Die Energie sagt mir nicht, dass du in diese Vergangenheit zurückgehst. Egal, ob das jetzt für dich ein Arbeitgeber ist oder eine Person der Vergangenheit. Egal, was das ist, die Energie sagt mir nicht, dass du zurückgehst. Die Energie sagt mir, dass du bereits für was Neues bist. Und ich rede hier über deine Existenz. Deine Existenz ist hier. Also wir reden hier über, nicht über eine bestimmte Zeit. Das ist, was ich sagen möchte. Ich kann diese Legung nicht auf eine bestimmte Zeit jetzt beschränken. Ja, ist nicht möglich. Das ist eine Sache, die wichtig für dich ist, für deine Existenz. Und ja, die Vergangenheit ist da, tatsächlich. Das ist wahr. Die Vergangenheit ist da. Die kommt wie erneut, ja, und ledig und allein und verändert, transformiert. Ja, tatsächlich. Aber, wie gesagt, so spüre ich die Energie, ja. So spüre ich die Energie. Eine Person wird alles Mögliche machen hier, Steinbock. Eine Person wird alles Mögliche machen. Damit er oder sie mit dir Erfolg hat. Diese Person wird alles möglich machen. Diese Person hält das auch nicht mehr aus und das ist der Grund, warum diese Person auf dich jetzt wieder zukommen wird. Weil es nicht mehr aushält. Aber nochmals, das ist jeder handelt anders. Diese Person spioniert dich sogar alles, ja? So ist es. So ist es. Und wir sehen schon eine ziemlich komplizierte Zeit bei dir. Ja, also Erzengel Michael ist hier. Und deswegen sage ich, es ist nicht selbstverständlich, was wir hier haben. Wir reden schon über eine Person, die durch wirklich eine ziemlich extreme Situation gehen musste. Und wie gesagt, es gilt nicht mehr, dass die Vergangenheit kommt und einfach sagt, jetzt bin ich da. Weil in manchen Fällen diese Person hat sich verändert, aber du mittlerweile auch. Also jetzt sind zwei Menschen, die eigentlich anders sind. Zwei Menschen, die jetzt nicht mehr gleich sind. Ja, also von da aus ist eine starke Energie bei dir hier. Ich meine, das ist, was ich hier habe, Steinbock. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, für deine Geduld. Dankeschön. Die Letzten werden die Ersten sein, das weißt du ja. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.